Ein historisches Ereignis erlebte die Hohenstein-Ernsthaler Tischtennisgemeinde am 17. September in der Grünen Hölle auf dem Pfaffenberg. Premiere in der zweiten Bundesliga für den TDC Sachsenring. Der erste Gegner, der erste FC Köln. Eine Mannschaft, die die Vorsaison mit einem Platz genau in der Tabellenmitte beendete, wobei es in der Rückrunde besser lief. Einzig den drei Teams an der Tabellenspitze, Homburg, Jülich sowie Hertha BSC, mussten sich die Kölner geschlagen geben. Wenn sie den Schwung in die neue Saison mitbrachten, würde es für das Hohenstein-Ernsthaler Sarri-Team ein schweres erstes Spiel in der zweiten Bundesliga werden. Aber die Gastgeber gingen die Aufgabe selbstbewusst an. Ja, wir haben uns natürlich zu Hause gegen Köln. Köln ist eine Mannschaft, die sicherlich im Mittelfeld mitspielt, vielleicht unteres Mittelfeld. So haben wir sie erwartet. Haben wir uns natürlich schon was ausgerechnet, weil gerade zu Hause ist immer schwer zu schlagen. Nicht umsonst nennt man die Pfaffenberger Turnhalle Grüne Hölle. Der TDC Sachsenring hat sich für die Aufgabe zweite Bundesliga mit neuen Spielern verstärkt. Ja, unsere neuen Jungs haben auch eingeschlagen, aber ich sage das ja immer, wir sind mit der ersten und zweiten Mannschaft wirklich eine Einheit. Da sind alle zusammen in der Trainingsgruppe, da feuert einer den anderen an und wir haben auch wirklich nicht nur einen guten Teamspirit, sondern wir haben auch ein gutes Mannschaftsgefüge, dass da der einer den anderen auch ersetzen kann. Und neuen Jungs haben auch wirklich alle an der obersten Leistungsgrenze gespielt, mit Ausnahme von unserem Kuba Kosowski, der schon lange Zweit- und Erstliga-Erfahrung hat. Der hat heute nicht seinen besten Tag erwischt, aber so ist das im Sport. Er wird noch gute Spiele für uns machen und wir sind auf jeden Fall zufrieden, sowohl mit den Jungen als auch mit unseren erfahrenen Kräften. Zufrieden nach einem Spieltag, der viel Nerven raubte. Das erste Doppel bestritten der Taiwaner Xing Yang Li und der Pole Jakub Kosowski gegen André Bertelsmeier und Gianluca Walter in 5 Sätzen. Den ersten Punkt holten schlussendlich die Kölner. Am Nebentisch ging es ein wenig schneller. Miroslav Horichi sowie Nick Neumann-Manns konnten sich nach 4 Sätzen gegen Tobias Hippler sowie Leiden Ullmann durchsetzen und holten so den ersten Punkt in der zweiten Bundesliga für den TDC Sachsenring. Im ersten Einzel traf Xing Yang Li auf André Bertelsmeier. Der Sarri-Spieler startete mäßig, nahm aber dann Fahrt auf und holte nach 4 Sätzen den nächsten Sarri-Punkt. Nicht so gut lief es für Jakob Kosowski gegen Tobias Hippler. Nach einem 8:11, einem 6:11 und einem 3:11 glich Köln wieder aus. Auch Miroslav Horichi patzte. Nach 3 verlorenen Sätzen gegen Gianluca Walter gingen die Gäste in Führung. Diese baute Leiden Ullmann gegen Carlos Andres Mühlbach nach 4 Sätzen aus. Xing Yang Li hatte eine gute Tagesform. Nach 4 Sätzen gegen Tobias Hippler verkürzte er auf 3:4. Jakob Kosowski startete in sein nächstes Match gegen André Bertelsmeier zwar besser, aber er musste sich am Ende doch 1:3 geschlagen geben. Beim Stand von 3:5 für die Gäste hieß es Nerven behalten. Das war gar nicht so einfach, nachdem bei der nächsten Begegnung Miroslav Horichi den ersten Satz 4:11 an Leiden Ullmann abgab. Aber dann flutschte es. Mit 11:4, 11:5 und nochmal 11:5 und damit Punktgewinn für das Sarri-Team war wieder Hoffnung da, das erste Spiel in der zweiten Bundesliga zumindest nicht zu verlieren.
In der Haut von Carlos Andres Mühlbach wollte sicher keiner stecken, der die Möglichkeit hatte, für das Sarri-Team auszugleichen oder auch nicht. Er hatte Gianluca Walter am Tisch und machte es spannend. Nach 6 zu 11, 11 zu 6 und 11 zu 3 sollte der vierte Satz die Entscheidung bringen. Es stand 12 zu 11 für Mühlbach. Und dann... Ja, erste Zweitligaspiel unserer Vereinsgeschichte war natürlich ein Hammererlebnis. War richtig, richtig tolle Atmosphäre wieder gerade zum Schluss, als wir dann besser ins Spiel gekommen sind und das Ding nochmal zu einem Unentschieden gedreht haben, war wirklich ein Hammerspiel. Aber wir wissen gleich vom ersten Tag an, was uns erwartet, wie schwer das wird, dieses Jahr überhaupt Punkte zu bekommen. Und ich denke, wir können am Ende sehr zufrieden sein mit dem, wie der Auftakt heute vor einer sehr, sehr tollen Kulisse wieder mal für uns verlaufen ist. Das erste Spiel, aber auch Anschauungsunterricht für die weitere Saison. Ja, wir müssen uns in erster Linie mal an die Härte in der Liga gewöhnen. Es wird noch mal härter gespielt, jeder kleine Fehler wird bestraft. Das ist im Rückschlagbereich so, das ist vor allen Dingen da so, wenn man taktisch mal zwei, drei, vier Bälle hintereinander sich eine kleine Auszeit nimmt, das wird sofort bestraft, dann ist der Satz weg. Und von daher, man muss hoch konzentriert sein, das ist noch mal eine Schippe mehr, auch mentale Anstrengung für die Spieler. Und auch vielleicht für die Zuschauer, man merkt es ja manchmal von außen auch, wie hoch dann das Leistungslevel auch mental ist. Und von daher, wir müssen in jeglichen Bereichen noch arbeiten, aber ich glaube, am Ende mit einem Punkt und heute nicht verloren, sind wir sehr zufrieden. Die Aufgaben werden nicht leichter. Ja, jetzt haben wir erstmal ein Spiel in Bad Homburg auswärts. Das ist sicherlich der Staffelfavorit, da werden wir nicht viel holen. Wir müssen dann halt sehen, dass wir dann wirklich die nächsten Heimspiele dann gegen Borussia Dortmund, gegen Leislerheim und dann zu Hause auch gegen Union Velbert nochmal im November, dass wir dort versuchen zu punkten und weiter immer am Ball zu bleiben. Dann bin ich ganz optimistisch, dass wir am Ende der Saison zwei Mannschaften vielleicht hinter uns lassen können, aber es wird ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten. Das nächste Heimspiel gegen Borussia Dortmund wird am 1. Oktober um 15 Uhr in der Grünen Hölle auf dem Pfaffenberg ausgetragen. Leislerheim ist am 14. Oktober zu Gast. Da ist um 17.30 Uhr Spielstart.